Und dann begrüßen wir noch die beiden Schiedsrichter der heutigen Partie, Josef Filipovic und Armin Aftic. Auch Ihnen ein gutes Spiel. Und damit hallo und herzlich willkommen hier aus dem BMW Park in München. Die Barmer zweite Basketball-Bundesliga Pro B Süd mit dem Spiel des FC Bayern Basketball gegen die Dragons aus Rhöndorf. Hallo und herzlich willkommen an einem wunderschönen Samstagnachmittag. Toll, dass Sie eingeschaltet haben. Toll, dass Sie Ihre Zeit nicht draußen verbringen bei dem schönen Wetter. Oder vielleicht doch, vielleicht haben Sie es ja auf dem Handy an und liegen gerade am See oder sind ein bisschen in der Natur, ist ja schön. Hauptsache, Sie sind dabei hier beim Basketball. Mein Name ist Martin Vogel, herzlich willkommen zu dieser Übertragung. 4,5 Minuten noch, dann geht es hier schon los im BMW Park. Wir haben Sie ein bisschen länger warten lassen, das entschuldigen Sie uns hoffentlich. Na, sehen Sie, meine Gedanken sind auch draußen. Ja. Der FC Bayern Basketball 2 nach dem absolut überzeugenden Sieg über Erfurt unter der Woche jetzt schon wieder dran gegen den Tabellenführer, die Dragons aus Rhöndorf. Die Rheinländer sind hier ohne ihren Topscorer, ohne Tyrese Blunt angereist. Auch Leon Bulic fehlt verletzt. Aber ansonsten sind die natürlich brandgefährlich. Wir schauen auf die Statistiken und stellen fest, 93,5 Punkte im Schnitt erzielen sie. Und damit sind sie das beste Team in der gesamten Pro B Süd. Und das ist nicht mal knapp. Wir schauen da mal und stellen fest, der Zweitplatzierte dieser Statistik, das ist die Orange Academy aus Ulm. Die kommt auf 88,2 Punkte. Und von daher, das stellen wir fest, ja, da ist ein ganz schöner Unterschied. Dann gucken wir aufs Rebounding. Das ist die zweite große Hauptstatistik, wenn wir mal so sagen wollen, im Basketball. Und stellen fest, auch da 38,9 Abpraller im Schnitt gehen in die Hände der Dragons. Auch hier wieder Topwert der Liga. Da ist aber ein bisschen knapper, muss man sagen. Breiten-Güßbach 38,7. Ich nehme aus dem alles zurück. Moment. Villingen-Schwenningen, die greifen 40 ab. Das versteckt sich da so ein bisschen. Na gut, aber sie sind immer noch auf jeden Fall gut dabei, die Kollegin aus Rhöndorf. Und wir können uns hier auf eine tolle Partie freuen. Auch die Rhöndorfer zuletzt mit 2 Siegen, genauso wie die Basketballer des FC Bayern. Im Falle des Tabellenführers war es am vergangenen Wochenende ein 96-92 zu Hause über den BBC Coburg. In der Vorwoche auch gegen ein Team aus Oberfranken. Da gab es einen Auswärtssieg beim TSV Tröster Breiten-Güßbach. Schauen natürlich auch nochmal auf das Hinspiel. Da gab es ebenfalls einen deutlichen Sieg für die Rheinländer vom Menzenberg, 102-78 hieß es da am Ende. Topscorer war Badebuck mit 17 Zählern. Ja, aber auch, wir hatten es schon mal erwähnt, die Münchner mit 2 Siegen. Zuletzt gab es eben den Heimerfolg über Erfurt. Martin Kalou hat da richtig, richtig groß aufgespielt am vergangenen Mittwoch. Am Ende hieß es 104-86 für die Bayern. Eben auch dank der absoluten Performance von Martin Kalou. 35 Punkte, 8 von 10 Dreiern. Das sind ja fast schon Trainingswerte. Anderthalb Minuten noch knapp hier, bevor es losgeht. Wir sagen noch Hallo an die Schiedsrichter. Das sind die Herren Filipovic und Aftic. Herzlich willkommen auf ein gutes Spiel. Und schauen auf die Starting Five. Bei den Rhöndorfern fangen wir da mal an. Die starten mit Kelvin Omoyola, mit Badebuck, mit der Nummer 5, das ist Avery Sullivan. Die Nummer 7, das ist, jetzt habe ich was verloren, genau, Antonio Pilipovic. Und mit der Nummer 8, 26, meine Augen wieder, Matej Zilic.
Das ist die Starting Five der Röndorfer. Bei den Bayern starten Amalicina, Ivan Katschenkov, Marco Frank, Martin Kalou und Desmond Yamu. Yamu und Kalou, ja, die Topscorer in den letzten beiden Spielen. Desmond Yamu ja mit einem absoluten Topspiel beim Auswärtsspiel in Ludwigsburg. 26 und 10, ein Double-Double da für ihn. War dann ein bisschen ruhiger am vergangenen Spieltag, aber das zeigt ihm nur erstmal sein Potenzial. So, wir stellen fest, es ist auch eine nicht kleine Abordnung hier aus Röndorf. Herzlich willkommen. Das ist ja dann doch ein ganzes Stück zu fahren aus der Heimat des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Dafür kennt man Röndorf ja unter anderem, aber eben auch für die Dragons. Die sind ja ein absoluter Traditionsverein und jetzt eben, wie gesagt, auch Tabellenführer in der Pro B Süd. Wir schauen uns das jetzt mal an. Gleich ist Tip-Off hier im BMW-Park. Der FC Bayern Basketball gegen die Dragons aus Röndorf. Und der Ball ist bei den Gästen, bei Omoyola. Schön gesehen hier. Aber der Block von Desmond Yamu. Das ist mal ein defensiver Start in die Partie. Auf der anderen Seite Ivan Katschenkov. Perfekt den Fastbreak ausgenutzt. Und die ersten Punkte für die Bayern. 2:0. Ausgangspunkt das starke Defensivplay von Desmond Yamu. Dann vorne mustergültig, vollendet von Ivan Katschenkov. Jetzt aber der Ballverlust der Röndorfer. Und die Münchner, auch die angefeuert von nicht wenigen Fans hier im BMW-Park. Mit der Chance auf die nächsten Punkte. Marco Frank. Auf Martin Kalou heute mit Headband. Kalou. Martin Kalou, 4:0 nach einer Spielminute. So kann es weitergehen aus Sicht der Hausherren hier im BMW-Park. Adebuk. Nummer 7, das ist natürlich Ligovic gegen Ivan Katschenkov. Gut verteidigt von Ivan Katschenkov. Kalou. Raus zur Hilfe. Und dann fast der Ball, nein, nicht nur fast, der Ballfluss, aber direkt Ball zurückgewonnen von Amalicina. Neue 24 Sekunden für die Bayern. Wir haben den Ball mit Ivan Katschenkov, aber der verzettelt dann gegen drei Verteidiger den Ball auf der anderen Seite. Dann die ersten Zähler, Andrew Sullivan für Röndorf. Von draußen. Ein Fehlwurf, das ist relativ selten, wie wir gesehen haben. Dann riskanter Pass. Er kommt an und dann Buck. Versucht relativ frei für drei. Nur auf den Ring. Ist noch nicht der absolut hochklassige Auftakt hier in diese Partie in den ersten 2,5 Minuten. Und wir haben das erste Foul. Das geht gegen Kelvin Omoyola. Omoyola, Entschuldigung. Einwurf an der Seite für das Team von Muki Buntapcic. Yamu und Amalicina. Stand das Play. Frank. Zieht rein. Step und abgelegt. 6:2. Die Bayern bleiben weiter vorne. Versucht Andrew Sullivan zu finden. Der nächste Ballverlust der Röndorfer. Wir erinnern uns, das war auch für Erfurt unter der Woche ein Problem.
die Ballverluste gegen die jungen Bayern. Das führt dann natürlich dazu, dass man selber keine Punkte machen kann, aber potenziell welche kassieren kann. Besser immer den Ball zu haben. Frage also, wie gut wird Röndorf das schaffen? Wir gucken auch hier mal auf die Statistik. 13,7 Turnover im Schnitt. Das ist eigentlich der Bestwert der Liga. Wie es heute ausschauen wird, wir werden es sehen. Das nächste Foul gegen Antonio Klipovic. Zehner zieht zum Korb, aber der geht nicht rein. Rebound ist bei Röndorf. Klipovic. Das ist Marco Frank, der Flieger, aber der nächste Turnover der Röndorfer. Dann schnell das Foul, um den Fastback zu unterbinden. Von Silic. Und Einwurf an der Seite. Es ist auf einmal so ruhig hier im BMW-Park. Da möchte man fast flüstern, aber natürlich geht es direkt weiter. Spiel geht weiter und dementsprechend auch die Anfeuerung durch die Big Reds. Katschenkov raus auf Lezina. Ja, Ivan Katschenkov für 3. Ivan Katschenkov für 3. 9:2 die Führung für die Bayern. Die gefürchtete Röndorfer Offense sehen wir hier bislang noch nicht. Sullivan. Oh, wird ein Foul gepfiffen von den Referees. Von meiner Position aus, ja, haben wir eigentlich relativ gut die Arme gerade nach oben gehabt, aber ich muss auch sagen, ich sitze hier ganz schön weit weg. Ich habe keine Wiederholung und nix. Und der Schiri steht direkt daneben. Wer wäre ich denn da zu sagen, dass das kein Foul gewesen ist? Erstes Foul der Bayern. An die Linie geht Avery Sullivan. Verwirft den ersten. Letztes Jahr beim ersten Profi in Albanien unterwegs gewesen. Den zweiten macht er. Schauen im Schnitt. 75%iger Freiwürfer. Guter Wert für den Becker. Dann wieder Katschenkov. Ja, schön rüber auf Lezina. Lezina für 3, aber vorbei. Rebound ist bei Lezina. Martin Kaludan für 3 wird gefoult. Entschuldigung, war für 2, sah von hier aus wie für 3, aber Schiri zeigt an 2 Freiwürfe. Also wird es wohl nur für 2 gewesen sein. Vorher nochmal gut gemacht. Beim Offensivrebound war Martin Kaluda schon oben, hat den Ball nochmal getippt. Und das gab dann die Chance für Amadezina, sich da seinen eigenen Fehlwurf im Endeffekt zu sichern. Kalu macht den ersten, stellt auf 10:3. Einen haben wir noch. Sitzt auch. Es steht 11:3. 8 Punkte Vorsprung nach 4 Minuten für den FC Bayern Basketball. Das kann sich durchaus sehen lassen. Salven mit dem nächsten Punkt für Röndorf am Brett. Man muss auch sagen, Stefan Dorn bis jetzt hier relativ entspannt, obwohl sein Team jetzt hier eben ja dann doch schon ein gutes Stück zurücklag. Aber hat er relativ cool hingenommen, jetzt nicht sofort Auszeit und sagen, ey, wie kann das sein? Das Einzige, wo jetzt reagiert werden musste, war A, Antonio Klipovic, sein zweites Foul, für ihn kam Ferenc Gille, der unter der Saison aus Nürnberg kam. Der jetzt mit dem nächsten Foul gegen Desmond Yamu. 5. Teamfoul der Röndorfer. Der erste von Yamu rollt wieder raus. Hm.
Nummer 2 aber sitzt. Es steht 12:5 für den FC Bayern Basketball. So, Kevin Omoyola gegen Martin Kalou. 26, das ist Silic. Das ist der nächste Turnover für die Röndorfer. Und da kann man jetzt schon sagen, wenn das so weitergeht, dann wird es ganz schön schwierig für die Gäste hier diese Partie zu gewinnen. 5 Turnover in 5 Minuten. Nicht mal 5 Minuten, ein bisschen mehr als 4,5 Minuten. Das ist zweifelsohne zu viel. Vor allen Dingen 3 dieser Turnover waren, ich habe das Wort ja letztes Mal schon verwendet, sogenannte Live-Ball-Turnover, also Bälle, wo nicht der Ball ins Ausgegangen ist, wo man dann sagen kann, okay, man hat wenigstens die Zeit, sich defensiv noch einmal neu zu orientieren, neu zu sammeln, in die Aufstellung zu gehen, sondern man kassiert tendenziell einen Fastbreak und da ist man defensiv natürlich unorganisiert. Da droht man Gefahr, einfache Punkte abzugeben. Da droht man vielleicht nochmal Gefahr, einen Foul abgeben zu müssen, das man gar nicht abgeben will, um diese Fastbreak zu unterbinden. Also da kann man, wie gesagt, nicht zufrieden sein auf Seiten der Röndorfer. Die Bayern inzwischen Luka Pesic, Ivan Wolf und Maximilian Blank im Spiel. Dafür Amalecina, Desmond Yamo und Martin Kalou auf der Bank. Röndorf mit defensivem Druck über das ganze Feld. Und dann ja, wird's wild. Ivan Katschenkov auf dem Boden. Badobuk sieht da seine Chance, geht direkt hinterher. Entschuldigung, war es Badobuk oder war es Ferenc Gilles? Jetzt habe ich selber nicht ganz genau gesehen. Und wir haben ein technisches Foul auf beiden Seiten. Ich glaube gegen beide Coaches, weil jetzt beide Coaches hiermit nicht ganz zufrieden waren mit dieser Entscheidung. Und da hat man sich entschieden, also offensichtlich haben sich beide Trainer da relativ nachhaltig beschwert, um dann jetzt beide von Seiten der Referees mit einem T bestraft zu werden. Das hebt sich dann wiederum gegenseitig auf, weil wozu soll man die jetzt gegenseitig ausführen lassen? Na ja, wurscht. Und gleich wird es weitergehen mit Ballbesitz für die Bayern. Von daher beides. Es bleibt im Endeffekt so, wie wenn sie keinen Tee bekommen hätten. Das Einzige natürlich, beide Coaches jetzt nur noch ein weiteres technisches Foul von einem Hallenausschluss entfernt. Wir schauen, wie es weitergeht. Ivan Katschenkov hat den Ball. Max Blank kommt zum Block. Katschenkov. Aber der Rebound ist bei. Luka Pesic ist noch dran, aber Ball dann doch im Aus. Und damit Ballbesitz für Röndorf. Ziemlich genau 5 Minuten jetzt gespielt. 12:5 der Spielstand. Marko Rožič jetzt bei Röndorf im Spiel. Zieht das Foul gegen Luka Pesic. War zuvor im Nachwuchs von Ratiopharm Ulm aktiv. Gelistet mit 1,75, 70 Kilo. Und da merkt man dann doch, Jugendspieler. Im Endeffekt noch. So ganz körperlich. Der erste Freiwurf geht nicht rein für Rožič. Eigentlich auch ein ordentlicher Freiwerfer, 73% von der Linie. Zweiten macht er auch. Spielt im Schnitt 17 Minuten pro Partie, der Youngster. Und einen guten Start. Auf der anderen Seite zieht Katschenkov das Foul. Das wollte er auch so haben. Geht da straight rein. Und wir haben es ja eben schon gesagt, die Röndorfer schon
über der Teamfoul-Grenze. Das heißt also die nächsten Freiwürfe für die Bayern von Ivan Gatschenko. Der erste sitzt. Der zweite ebenfalls. 14 zu 6. Das Spiel steht. Sullivan. Frank. Springt wieder raus und dann Max Blank mit dem Rebound. Das Institut. Gatschenko. Jetzt auch gegen Sullivan, der eigentlich als Center gelistet ist bei der Liga. Also da versucht man so ein bisschen zu schauen, was kann man machen gegen Ivan Gatschenko. Absolutes Top-Talent im deutschen Basketball, nicht ohne Grund. Zuletzt ja auch schon eingeladen gewesen bei der A-Nationalmannschaft vor den EM-Qualifikationsspielen gegen Montenegro und Bulgarien. Ja, schöne Bewegung. War noch ein Foul dabei aus seiner Sicht. Schiedsrichter sagen, das passt alles so. Auf der anderen Seite Ivan Gatschenko. Macht es ganz alleine. Stellt auf 16 zu 8. Ganz souverän. Würzburg schon aktiv gewesen. Und wir haben das nächste Foul der Münchner. Das erste von Ivan Gatschenko. Und auch das vierte Teamfoul jetzt der Bayern. Nach ein bisschen mehr als 6,5 gespielt Minuten. Einwurf an der Grundlinie. Wie gesagt, die Münchner noch nicht über die Teamfoulgrenze. Vorrangig Wurf, deswegen Einwurf. Einwurf. Ja, muss man einmal ganz kurz schauen, wie er da gelandet ist. Sah erstmal nicht gut aus, aber kann sofort aufstehen und weitermachen. Geht mit dem offensiven Bounce. Das Foul, aber trotzdem der Korb. Das heißt, zwei Punkte plus einen Bonus-Freiwurf für Ferenc Gille. Und Max Blank mit seinem zweiten Foul geht dann jetzt auch direkt auf die Bank. Jetzt eine veränderte Aufstellung bei den Bayern. Wir haben Luka Pesic, wir haben Marco Frank, wir haben Martin Kalou, Nikolas Pesic und Ivan Wolf. Das ist eine Aufstellung, die sehr, sehr vielseitig ist. Bin gespannt, wie das wird in den nächsten Minuten. Erstmal aber der Freiwurf von Gille. Dreht sich raus, Rebound bei den Bayern. Und die können ihren Vorsprung jetzt wieder weiter ausbauen mit Martin Kalou. Luka Pesic. Kalou. Gegen zwei zieht das Foul gegen die Nummer 15, das ist Jekabs Beck. Jetzt auch im Spiel das nächste Foul der Rhönendorfer. Jetzt schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fouls bereits auf Seiten der Gäste in ungefähr ebenso viel gespielten Minuten. Ähnlich wie die Turnover. Hier also was, wo wir im Laufe der Zeit immer mal drauf schauen sollten, wie sich das so entwickelt. Denn auch die Rhönendorfer, jetzt wie bereits gesagt, nicht mit der größten Aufstellung hier, die sind auch in Anführungsstrichen nur zu neunt. Aber bislang muss man auch sagen, nur Pilipovic mit zwei Fouls, ansonsten gut verteilt. Noch also gar keine Probleme. Ebenfalls keine Probleme mit Martin Kalou von der Freiwurflinie. Macht beide rein, 18 zu 10 für die Bayern.
Foul auf der anderen Seite. Diesmal geht's gegen Ivan Wolf. Auch hier aber kein Problem, auch für ihn sein erstes. Und dafür geht Omonyola an die Linie. 26 Jahre alt, Kevin Omonyola. Spielte vorher unter anderem für Speyer und Karlsruhe. Und trifft hier immerhin einen von zwei. Eigentlich ein sehr guter Freiwerfer, 85% von der Linie knapp. Das kann sich eigentlich sehen lassen, aber wie gesagt, die Rhöndorfer bislang in dieser Partie noch nicht wirklich. Wir haben das nächste Foul. Das heißt, die nächste Chance auf Freiwürfe für die Bayern. In dem Fall geht es gegen Marco Rosic. Für ihn das erste Foul. Nur noch Sullivan und Janne Müller auf Seiten der Rhöndorfer ohne Foul. Doppelpesic macht den ersten. Der zweite springt wieder raus. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Der Ballverlust kommt auf Seiten der Rhöndorfer. Wieder, muss man sagen. Und dann Martin Kalou. Stopft das Ding zur ersten zweistelligen Führung der Bayern. 21:11. Und auf der Gegenseite wieder ein Foul gepfiffen von den Schiedsrichtern. Ich will gar nicht sagen, dass das alles keine Fouls sind. Aber dadurch, dass natürlich beide Teams schon über die Freiwurf, über die Team-Foul-Grenze sind und es für jedes Foul Freiwürfe gibt, ist es, sage ich mal, dem Fluss des Spiels nicht gerade zuträglich momentan. Kille mit 2 von 2. Kalou. Kalou! Martin Kalou, wo holt er den denn her? 10 Punkte schon für ihn. Und 2 mehr als sehenswerte Dunks. Auf der Gegenseite Ferenc Gille mit den nächsten Punkten. 7 und 8 für ihn. Stellt auf 15:23 auf sich der Gäste. Ivan Wolf. Stopp ab mit dem Sprungwurf. Dann Offensiv-Rebound von Marco Frank. Und macht er eigentlich stark, geht direkt wieder hoch. Also hoch in dem Fall. Naja, also er geht zum, er wirft zumindest. Und wird dabei aber gefoult. Ball geht nicht rein. Und wir haben die erste Auszeit in dieser Partie. Genommen von den Rhöndorfern. 1:36 vor Ende des ersten Viertels. Ich hatte schon mal gesagt, die Dragons Rhöndorf, ein absoluter Traditionsverein. Das kann man gar nicht anders sagen. Wir sind außerdem der Kooperationspartner der Telekom Baskets Bonn. Rhöndorf, Stadtteil von Bad Honnef, quasi direkt vor den Toren der ehemaligen Bundeshauptstadt gelegen. Spielten lange auch in der Bundesliga. Zwischenzeitlich sogar auch mal im Europapokal. Schlugen dort unter anderem
Spirou Charrois aus Belgien und sind außerdem die Keimzelle des ehemaligen Bundesligisten der Skalaners aus Frankfurt. Frank mit dem Treffer von der Linie Nummer 1. Auch Nummer 2 wieder 10 Zähler Vorsprung für die Bayern, anderthalb Minuten vor Ende des ersten Viertels. Viola. Gille. Rosic. Rosic zum Korb. Aber macht ihn nicht rein. Rebound ist immer. Kalu aus auf der Hesitz. Aber ein bisschen zu weit der Wurfversuch. Rosic. Und Rosic in der Ecke. Dreht sich aber wieder raus und der Rebound ist bei Ivan Wolf. Die Bayern also mit der nächsten Chance, die Führung weiter auszubauen mit Amadi Zimmer. Martin Kalou. Frank hat viel Platz gehabt unter dem Korb. Jetzt muss er ran gegen Jekabs Beck. Aber macht er gut! Macht er gut! Hakenwurf. Und es steht 27:15. Die kleinen Bayern bislang mit einer richtig starken Vorstellung. So, endlich mal wieder ein Foul. Da hat man endlich wieder ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen. In dem Fall Amadi Zimmer, auch für ihn ist es das erste. Wenn wir schauen. Stellen wir fest, bis jetzt von denen, die auf dem Court waren, nur Kalou und Sean Peters noch ohne Fouls bei den Bayern. Auf Seiten der Rhöndorfer nur Avery Sullivan noch ohne Foul. Wie gesagt, gut aufgeteilt zwischen allen. Und gleich geht Omoyola an die Linie. Bei München jetzt Ivan Katschenkov und Desmond Yamo zurück. Für die aller Voraussicht nach letzte Offensive. 19 Sekunden sind es dann noch in diesem Viertel. Der erste von Omoyola geht nicht rein. Der zweite sitzt. Das heißt, aller Voraussicht nach auch eine zweistellige Führung für die Bayern nach dem ersten Viertel. Wie hoch sie wird, das werden wir jetzt sehen. Ja, Katschenkov hat da ein bisschen Probleme, rutscht da so halb weg. Aber macht er dann gut und dann zieht er das Foul. Der Ball ist noch drin. Korb zählt nicht. Foul gegen Omoyola. Sein zweites persönliches. Und Ivan Katschenkov, der hat auch schon 9 Punkte. Weißt du, wann hat er die eigentlich gemacht? Bisschen sneaky. Jetzt hat er 10. Genauso wie Martin Kalou. Die Bayern insgesamt 28. Gleich haben sie vielleicht 29. Wir schauen uns an. Haben sie 29 Punkte, 6,7 Sekunden für Rhöndorf, um daran was zu ändern an dem Vorsprung. Ball ist bei Janne Müller aus der Ecke. Trifft ihn nicht. 29:16. Eine richtig, richtig starke Anfangsphase der Münchner hier gegen die Dragons Rhöndorf, gegen die Tabellenführer. Und dementsprechend ebenso verdient die 13 Punkte Führung. Wir schauen mal auf die Statistiken dieses ersten Viertels. Woran liegt es denn? Wir haben es schon mehrfach angesprochen. Wir haben 6 Ballverluste auf Seiten der Rhöndorfer. Grundsätzlich pro Partie im Schnitt bislang 13,7. Das heißt, die haben fast schon die Hälfte ihrer üblichen Ballverluste in diesem ersten Viertel verbraucht, nenne ich es jetzt mal. Umgekehrt muss man sagen, die leisten sich doppelt so viele Turnover wie normal. Auch im Rebounding die Bayern die Nase vorne, 9:7.
Wir stellen fest, die Bayern mit einem getroffenen Dreier, das haben die Rhöndorfer bislang noch nicht geschafft bei 3 Versuchen. Und dann natürlich immer wieder die beiden Teams an der Freiwurflinie. München schon 15 Mal in diesem ersten Viertel an der Linie. Das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Wert. Anders kann man es gar nicht sagen. Dazu eine starke Zweierquote, 70%. Und das sind schon mal einige Gründe für die Führung nach den ersten 10 Minuten. Wir starten gleich in die zweiten 10 Minuten. Vorteil immerhin für uns alle, die Teamfouls sind natürlich wieder auf Null gesetzt. Das heißt, ein bisschen weniger Freiwürfe als in den letzten Minuten sollte es jetzt zunächst mal geben. Rhöndorf mit Ball ist Janne Müller. Ja, fast der Ballverlust. Omoyola, und der dann mit dem ersten Dreiertreffer für die Rhöndorfer in dieser Partie. Und die Bayern wieder Mangel mit Marco Frank. Den Post-Up kann aber nicht verwandeln. Janne Müller, ja, schöner Fastbreak der Rhöndorfer. Das entspricht jetzt schon eher in diesen letzten 45 Sekunden, was wir da gesehen haben, als etwas, was wir uns beim Tabellenführer vorstellen. Nächstes Foul. Allerdings jetzt hier auch wieder Janne Müller, sein zweites gegen Ivan Katschenkov. Katschenkov hatte den Ball da schon aufgenommen auf dem Weg zum Korb. Deswegen gibt es hier Freiwürfe. Den ersten macht er schon mal. Der zweite springt wieder raus. Rebound ist bei Rhöndorf in Person von Antonio Filipovic. Relativ viel 2 Fouls, musste dann auf die Bank. Janne Müller mit dem nächsten Dreier für Rhöndorf. Muki Mutapcic hat genug gesehen, nimmt die Auszeit. Die Rhöndorfer mit einem 8:1 Start in dieses zweite Viertel. Binnen 1:13, da kann auch natürlich der ehemalige Nationaltrainer nicht zufrieden mit sein. Einiges zu besprechen. Danke für den Hinweis, den gebe ich nochmal an die Technik weiter, dass wir da immer noch die Statistiken einblenden. Das hatte ich selber so bis jetzt halb auf dem Schirm gehabt. Von daher vielen Dank an jeden, der uns da Bescheid gegeben hat im Chat. Hab ich an die Regie weitergeben. Jetzt sind sie auch weg. Geldstrafe, aber schauen. Immerhin haben jetzt alle auf dem Schirm, wie die Statistiken ausschauen.
Wir machen weiter. 8:45 noch. In der ersten Hälfte. St. Peters. Auf Desmond Young. Ja, von dem ist jetzt heute auch noch nicht ganz so viel. Martin Kalou aus der Ecke. Aber Dreier findet sein Ziel nicht. Auf der anderen Seite haben wir Avery Sullivan. Der US-Amerikaner mit den nächsten Punkten. Röndorf ist wieder im Spiel. Röndorf ist wieder dran. 26:30. Das ist schon wieder deutlich mehr Tabellenführer. Kalou aus der Ecke für drei. Ja, wieder Airball. Zweimal in Folge und dann auf der anderen Seite das Foul, weil er da geschlagen wurde. Ist jetzt sein erstes. Zweites Teamfoul der Bayern. Wenn ich es richtig gesehen habe. Einwurf an der Seite. Unterschied zu eben war, dass Omoyola den Ball noch nicht aufgenommen hatte, sondern dann nur an ihm vorbeigezogen ist. Das heißt, er war noch nicht in der Bewegung zum Korbleger hin. Das war der Fall eben bei Ivan Katschenkov, deswegen durfte er eine Linie. Auf der anderen Seite haben wir das jetzt nicht. Wir haben dafür das nächste Foul. Wieder an Omoyola und da ist es jetzt so, jetzt hat er den Ball aufgenommen und wird deshalb an die Linie gehen. So, Sean Pesis jetzt auch mit seinem ersten Foul. Damit bei den Bayern jeder Spieler, der auf dem Court stand, heute bislang mit einem Foul belastet schon mal. Nur Max Blank schon mit zwei. Der erste sitzt von Omoyola. Hat einen deutschen Pass. Geboren ist er allerdings in der Glücksspielmetropole Las Vegas. Verwandelt auch den zweiten, 7 Punkte bislang für ihn. 28 Punkte für Röndorf, 30 für die Bayern. Und wir haben wieder ein sogenanntes One-Possession-Game. Ein Spiel, das innerhalb von einem Ballbesitz gekippt werden kann. Und damit wird es jetzt deutlich spannender hier im BMW. Ivan Katschenkov verliert den Ball. Ja, die Münchner in den ersten 2,5 Minuten dieses Viertels. Ja, so wie man sich's von einer jungen Mannschaft eigentlich erwartet. Da fehlt es gerade ein bisschen an Struktur. Da fehlt es gerade so ein bisschen dran, dass es einmal wieder Klick macht und alles wieder in diese geordneten Bahnen reinfällt. Dino Radončić, der als erfahrener Anker dieser jungen Mannschaft dienen könnte, wo der selber ja noch sehr jung ist, der sitzt da hinter der Bande mit einer leichten Hüftverletzung. Kann also nicht eingesetzt werden, fehlte deshalb auch schon gegen Erfurt. Block hier von Ivan Wolf und auch weiter gute Defense, holt sich noch den Rebound. Macht er sehr, sehr stark, der Youngster mit der 44. Marco Frank im Fastbreak. Marco Frank will es alleine machen. Wäre dann vielleicht doch die Chance gewesen, nochmal rauszupassen auf Martin Kalou in der Ecke. Stattdessen der Fastbreak der Röndorfer und der Ausgleich. 30:30. München bislang nur mit einem Punkt in etwas mehr als 3 Minuten in diesem Viertel. Jetzt gleich nächstes Marco Frank für 3. Marco Frank nur auf den Ring. Ja, dann kann man darüber diskutieren, ob das ein Foul war beim Rebound an Martin Kalou. Schiedsrichter sagen nein. Auf der anderen Seite unsportliches Foul gepfiffen gegen Luka Pesic. Und da muss ich jetzt mal abwarten. Mein Stream läuft natürlich auch. Ich sehe alles ein bisschen früher, als es dann im Stream ist natürlich. Und jetzt schaue ich mir das gleich nochmal an die Szene. Hier gleich nochmal Luka Pesic. Ja, greift da rein. Die Schiedsrichter sagen, er hat gar nicht versucht, zum Ball zu gehen. Deswegen ein unsportliches Foul. Wahrscheinlich der Regelauslegung nach korrekt, ob ich ihm zustimmen würde. Naja, das sei jedem selber überlassen, der die Partie schaut. Janne Müller macht nur einen der beiden fälligen Freiwürfe. Er steht jetzt auch schon bei 6 Zählern. Führung für die Röndorfer, die erste in diesem Spiel. Janne Müller gerade mal 17 Jahre alt. Der Mann mit der Nummer 24. Darf man das schon Mann sagen?
aber auch schon mit einer sehr, sehr guten Saison. 9,2 Punkte im Schnitt. Und dann die nächsten Zähler für Wimdorf. Antonio Filipovic mit dem Dreier. Der dritte in diesem Viertel. Dann hatte Katschenkov. Ivan Katschenkov. Und da hat er sich wehgetan. Auch hier muss ich jetzt kurz warten, bis das bei mir im Stream nochmal durchläuft. Ich habe es nicht genau gesehen aus der Bewegung raus. So, Katschenkov wird da, glaube ich, im Gesicht getroffen. Steht er wieder? Es tut mir jetzt auch leid, jetzt habe ich wirklich etwas... Also, dass er im Gesicht getroffen worden ist, hätte ich auch drauf kommen können, weil er sich das Gesicht gehalten hat, muss man auch sagen. Ich habe gedacht, vielleicht sieht man noch ein bisschen mehr. Nein, ich habe wirklich auch nicht mehr gesehen. Von daher kann ich nicht mehr sagen, dass das wir wahrscheinlich vorher schon wussten, aber dafür hatte ich ein bisschen eine kleine Pause, um mir das mal anzuschauen. So, geht auf die Bank. Für ihn kommt zurück Maximilian Blank mit der 49. Also ein Big Guy für den Guard Ivan Katschenkov. Das heißt, die Aufstellung ändert sich ein bisschen, wird ein bisschen klassischer, sage ich mal, mit Luka Pisic als Point Guard, Martin Kulu auf der 2. Auf den Forward-Positionen dann Marco Frank und Ivan Wolf und unterm Korb Max Blank. Martin Kalou zieht den Kontakt und schließt dann ab. Wieder Ausgleich 34-34 durch den Junior-Nationalspieler. Auf der anderen Seite, ja. Pfeifen die Schiedsrichter Goaltending. Das heißt, der Korb zählt 36-34. Punkte gehen auf das Konto von Kelvin Omoyola. Damit jetzt der erste Röndorfer in Double Figures, wie der Amerikaner sagt, der zweistellig gepunktet hat. 11 Zähler für ihn. Die Münchner mit Luka Pisic. Ja, Wolf, der Pass war alles andere als optimal. Max Blank rettet das dann. Pisic für 3. Aber nur ans Brett. Martin Kalou offensiv überhaupt. Verwertet. 36 beide. Es ist eine enge Partie jetzt inzwischen in diesem Viertel. Ferenc Gille hat da richtig viel Platz. Sieht die Runway in der Zone, steigt hoch. Aber wird entscheidend gestört beim Dankversuch. Sonst hätte das ein absolutes Highlight werden können. Wir alle wissen, das Leben im Konjunktiv könnte so schön sein. Also kein Dank, stattdessen zwei Freiwürfe für den Youngster, der, wie gesagt, zuletzt unter anderem in Leverkusen gespielt hat. In Nürnberg war er jetzt ganz zuletzt. Trifft den ersten. Das jetzt damit noch ohne Fehlwurf von der Linie. Und das ist überraschend, denn eigentlich trifft er weniger als 60% der Mann mit der Nummer 6 bei den Röndorfern. Und jetzt habe ich es mal so rum. Sonst ist es ja nur so als Kommentator, man sagt, das ist so ein guter Freiwerfer. Und dann verwirft er meistens direkt in dem Moment der Spieler. In dem Fall was anders. Auf der anderen Seite ein guter Dreierschütze. Das ist Martin Kalou. Und er hat jetzt schon 17 Punkte wieder auf seinem Konto. Der Youngster mit der 23 in Reihen der Bayern. Ruck. Springt wieder raus. Der Offensiv-Rebound. Abgelegt. Und damit auch er. Jetzt 11 Zähler. Starke erste Hälfte. Vom Mann mit der Nummer 6 im Schnitt kommt er eigentlich auf 14 Punkte. Jamu mit dem Offensivfoul. Kann man nicht groß meckern, das war relativ offensichtlich. Und damit Ballbesitz wieder für Röndorf.
Martin Kalou, morgen geht es gegen seinen Heimatverein für die erste Mannschaft der Bayern in der Easy Credit BBL. Dann steht das Heimspiel an gegen Rasta Vechta, für die hat er damals auch sein Bundesliga-Debüt gegeben. Wir haben jetzt hier erst nochmal eine Auszeit, dieses Mal genommen von den Bayern. 39:39, 4 Minuten 15 noch in der ersten Hälfte zu spielen. Schauen wir wieder, jetzt wo sie nicht eingeblendet werden, auf die Statistiken. Ja, das Turnover-Problem haben die Rhöndorfer in den Griff bekommen. 6 Turnover waren es ja im ersten Viertel. Einer bislang im zweiten Viertel. Und wie gesagt, das zeigt sich natürlich auf dem Scoreboard. Genauso eben wie die Tatsache, dass sie jetzt auch schon 3 Dreier getroffen haben. Von 4 insbesondere, oder von 4 Versuchen in diesem Viertel. Und damit also eine deutlich engere Partie hier wieder. Enger kann sie ja gar nicht sein, als wenn es unentschieden steht. Im Hinspiel übrigens es auch so, dass diese Partie eigentlich relativ lange vergleichsweise eng war. Und dann so ab Mitte des zweiten Viertels gelang es den Rhöndorfern, sich dann immer weiter abzusetzen, bis sie am Ende eben diesen 25-Punkte-Sieg, 24-Punkte-Sieg einfahren konnten. Die Bayern hoffen, dass das heute sich nicht wiederholt. Nach dieser Auszeit schauen wir, wie es weitergeht. Badeburg, Gille liegt da in der Zone. Jetzt Gille gegen Max Blank, geht hoch, muss abschließen, auch zeitmäßig, aber verlegt den Rebound, ist bei den Manns, der jetzt auch auf dem Korb ist. Martin Kalou wieder für 3. Und dann Rebound bei Manns, da hat er nicht so richtig gerechnet. War dann so ein bisschen überrascht, so, ich habe den Ball, dann will er ihn rauspassen. Und dann gut aufgepasst auf Seiten der Rhöndorfer von Pilipovic. Aber Ballbesitz bleibt bei den Bayern, Ball war im Aus, Einwurf an der Baseline durch Luka Pesic. Manns. Martin Kalou. Er wollte da fast schon wieder hochgehen zum Dreier. Geht jetzt wieder hoch zum Dreier. Ist wieder zu kurz. Ja, Martin Kalou nicht mit der gleichen Treffsicherheit wie am vergangenen Mittwoch. Mittwoch war es. Offensiv-Rebound allerdings bei den Bayern. Der nächste Dreierversuch. Wieder nicht drin. Der nächste Offensiv-Rebound. Ivan Wolf, der ist auch nicht drin. Der Ball jetzt dann bei Rhöndorf. Muss man sagen, haben die Bayern aus einigen Chancen in diesem Angriff nicht genug gemacht. Man muss außerdem sagen, Herr Martin Kalou, der steht bei 1 von 7 von draußen. In 14 Minuten. Das heißt, so alle 2 Minuten steigt er hoch zum Dreier. Da muss er noch ein bisschen die Mitte finden. Gleichzeitig aber natürlich auch die Frage, wer sonst soll die Scoring-Last übernehmen bei den München? Bei Seiten der Rhöndorfer. Versucht es jetzt erstmal. Marco Rosic trifft ihn nicht, aber Ball ins Ausgetippt von Dan Manns. Ballbesitz also Rhöndorf. 3 Minuten sind es noch in der ersten Hälfte. Amolecina jetzt zurück auf Seiten der Münchner. Schöner Pass auf Janne Müller. Dann wird er gefoult, wird an die Linie geschickt. Der 17-Jährige mit der Nummer 24. Bayern jetzt über die Teamfoulgrenze. Also nicht jetzt, aber schon. Aber weiterhin. Rhöndorf bislang erst mit einem Foul in diesem Viertel. Auch das war natürlich in den ersten 10 Minuten ein Problem, dass dann irgendwann jedes Mal, ja, wenn man gefoult hat, schickte man die Bayern an die Linie und natürlich führt das dazu, dass man nicht mehr so hart dahin geht, dass dann Räume offen werden und wir sind gespannt, wie das jetzt wird bei den Bayern in diesen 2:55, die ja noch zu spielen sind in der ersten Hälfte.
ob die sich davon einschüchtern lassen, ob die sagen, wir gehen nicht mehr so hart hin, oder ob sie es sogar nutzen und sagen, hey, wenn da jetzt jemand vielleicht sonst zum Dreier gehen würde, eher mal einen Foul riskieren und sagen, dann verdienen wir deine Punkte an der Linie. So, Zerbetis wieder auf dem Court bei den Münchnern, aber die ziehen natürlich den Ball nach vorne gegen Rosenbach. Wolf, ist blank. Dann Schrittfehler gepfiffen. Sullivan beim Einwurf für die Rosenbach. Müller, ah, schön abgelegt auf Ferenskill, aber dann, ja, doch zu viel Kontakt. Keine Punkte für Röndorf, Rebound bei den Bayern. Diesen Spieler vorne mit Ivan Wolf für drei. Ivan Wolf für drei, die nächste Führung für die Münchner, 42-41. Und endlich mal wieder ein Dreier für die Bayern. 1 von 5 standen sie nach dem ersten Viertel. Inzwischen stehen sie bei 3 von 14. Also auch da noch Luft nach oben. Das war ja durchaus eine Stärke der Bayern beim Sieg über Erfurt. Aber eben auch dieser starken, starken Shooting-Performance von Martin Kalou geschuldet. 8 von 10. Und das hatten wir schon. Der hat heute noch nicht den allerbesten Tag von der Linie erwischt. Rosic gleicht aus, 42 beide. Und die nächste Führung für Röndorf, 43-42. Champesis, ja, steckt das noch ein bisschen fest gegen Badruck. Ivan Kachenkov, der ist wieder da. Tschenkov gegen Ferenskille. Hat er, was Geschwindigkeiten so angeht, natürlich einen Vorteil, aber was die Länge angeht, natürlich nicht. Und zieht dann am Ende aber, ja, ein bisschen glücklich das Foul. Und geht an die Linie für 2, Ivan Kachenkov. 14 Punkte bislang für ihn. Er ist ja einer der besten Scorer in der Pro B Süd. Ja? Das habe ich zum Glück nicht zu seinen Freiwurffähigkeiten gesagt, weil sonst passieren nämlich genau diese Dinge. Man sagt was und dann trifft er den nicht. Nicht aus bösem Willen. Aber es ist manchmal so das Schicksal des Kommentators. Beide nicht drin. Das wiederum sieht man selten. Ja, Ivan Kachenkov, kein überragender Freiwerfer, aber doch ordentlich, dass er 2 von 2 daneben setzt. Ja, das sehen wir nicht ganz so häufig. Röndorf also mit der Chance, die Führung mal ein bisschen auszubauen. 1,5 Minuten vor Ende der Halbzeit. Und das tun sie! Dreier von Bade Buchwell. Terence Gille liegt da schon wieder auf dem Parkett. Block. Da Rosic prallt an ihm ab und dann später haben wir ein Foul von Avery Sullivan, der damit jetzt auch endlich mal quasi mit einem Foul, gar nicht böse gemeint, aber damit jeder Röndorfer mindestens ein Foul auf Seiten der Bayern. Inzwischen, da denn Manns auch gespielt hat, wieder ein Spieler dabei, der noch keinen Foul eingesammelt hat. Max Blank geht an die Linie. Der erste nicht drin. 2,12 Meter groß. Der zweite sitzt ungefähr seinen Schnitt. 52,2% von der Linie für den Center. Und er wird abgeräumt von Max Blank. Ball ist bei Serpesis.
München mit der Chance wieder ranzukommen. Foul der Rhöndorfer. Ja. Viertes jetzt, das heißt ab dem nächsten gehen die Münchner dann auch wieder an die Linie. Aber damit können sie bei den Rheinländern gut leben. Wir sind bereits in der Schlussminute der ersten Hälfte. Lang, nochmal den Zina. Zwei Röner von Verteidiger, da unten im Block von Max Blank. Über Wolf für drei, der ist vorbei. Aber offensiv überhaupt Nikolas Sampezis. Griechischer Junior-Nationalspieler, der Mann mit der Nummer 30. Deutscher Junior-Nationalspieler ist Ivan Katschenkov. Trifft ihn nicht, aber offensiv überhaupt. Aber die Zina wieder von draußen. Ja, die Münchner verlassen sich da für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr auf den Wurf von draußen, aber der fällt heute halt eben nicht so gut. Der von Lezina, ja, kann man sagen, muss er nehmen, ist er so frei, ja, aber es hat eben dann doch 3 von 17 München, weniger als 20% von draußen bislang. Und auf der Gegenseite geht Janne Müller wieder an die Linie. 17,5 Sekunden sind es noch. Und er kann den Vorsprung der Rhöndorfer wieder ausbauen. Wir haben eine Auszeit. Und zwar die zweite in dieser Hälfte für den FC Bayern Basketball. Muki Mutavčić also noch einmal mit einer Idee für diesen letzten Angriff, den die Bayern ja aller Voraussicht nach haben werden. Können die Halbzeit dann quasi ausspielen. Wenn wir mal auf die Vollbelastung schauen, dann stellen wir fest, bei den Münchnern inzwischen eigentlich alle Spieler außer Martin Kalou und Ivan Katschenkov mit 2 Fouls bereits belastet. Und natürlich den Manns, der noch keins hat. Bei Rhöndorf dann Omoyola, Buck, Gille, Pilipovic und Janne Müller jeweils mit 2 Fouls. Also das, was im ersten Viertel noch zwischenzeitlich ein bisschen problematisch vielleicht sogar aussah, inzwischen wieder in einigermaßen geordneten Bahnen. Aber klar, die Rhöndorfer mit 9 Spielern sind da vielleicht ein bisschen anfälliger für im Verlaufe der Partie als die Bayern, die im 12-Mann-Kader. Erstmal jetzt allerdings Janne Müller an der Linie, hat schon 8 Punkte, im Schnitt macht er 9 pro Partie. Die hat er jetzt erreicht. Rhöndorf führt mit 4, macht er den zweiten. Es ist ein überdurchschnittliches Spiel für den 17-Jährigen. Das schon zur Halbzeit. Können wir hiermit in die Statistik schreiben. München mit dem letzten Angriff in der ersten Hälfte. Ivan Katschenkov. Max Blank kommt raus zum Block. Sullivan übernimmt wieder kurz. Riskanter Pass, aber kommt an bei Amalicina. Und wieder der Dreier. Versuch und wieder geht er nicht rein. 1,9 Sekunden noch. Ballbesitz bei den Bayern. Naja. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt noch mal einen Dreier gibt, die ist nicht ganz gering. Mal schauen. Katschenkov auf Blank. Zurück zu Katschenkov. Der für 3 ist auch nicht drin. Wir gehen mit einem 43 zu 48 in die Halbzeitpause. Bayern 5 hinten gegen die Dragons Rhöndorf. So, wir warten gleich, kommen wieder die Statistiken. Ich kann Ihnen allerdings jetzt schon sagen, ja, die Bayern von draußen haben sie ein Problem. 3 von 19. Das sind 16%. Und das ist natürlich eine Dreierquote, mit der gewinnst du sehr, sehr selten Spiele. Dabei die Bayern unterm Korb eigentlich mehr als solide. 63%, 10 von 16. Das kann sich durchaus sehen lassen. Auch 21 Rebounds, völlig in Ordnung. 5 Ballverluste nur in dieser ersten Hälfte.
Das sind alles gute Werte. Von der Freiwurflinie, da haben sie ein bisschen was liegen lassen. Nur 2/3 aller Würfe drin, 14 von 21. Das sind summa summarum 66,6% aufgrund von 67%. Aber auch das völlig in Ordnung. 6 Assists nur, das zeigt, naja, bei den Bayern, da klappt es mit dem Zusammenspiel noch nicht ganz so, wie man sich das wahrscheinlich vorstellen mag. Wir schauen mal auf die Statistiken der Rhöndorfer. Da haben wir inzwischen auch schon 3 Spieler, wie gesagt, die im zweistelligen Bereich stehen. Mit Omoyola und Gille jeweils 11 Zähler, sowie Janne Müller mit 10. 19 Rebounds, wir haben 9 Assists auf Seiten der Gäste. 7 Turnover, ja, wir hatten es gesagt, 6 Turnover waren es im ersten Viertel. Dieses Problem haben sie abstellen können beim Tabellenführer. 4 von 8 Dreier, 50%, ganz wunderbar. Beim Freiwurf ein bisschen besser, 70%. Und unterm Korb dafür ein bisschen schlechter, 10 von 21, nur 48%. Auch da wird man nicht ganz zufrieden sein bei Stefan Dorn und KJ Sherrill, seinem Assistant-Coach. Ja, wir gehen in die Halbzeitpause. Wir haben noch 12 Minuten und 50 Sekunden, bis es hier weitergeht. Ich überlasse Ihnen ein bisschen das Spiel, das Bild des wunderbaren BMW-Parks und melde mich dann so in ungefähr 10 Minuten wieder. Bis gleich.
So, bisschen mehr als 2,5 Minuten sind es noch, bevor wir in die zweite Halbzeit starten. Hier die Barmer zweite Basketball-Bundesliga-Profi Süd. Der FC Bayern Basketball gegen die Dragons aus Rhöndorf. Die Bayern Youngster gegen den Tabellenführer. Inzwischen auch ein bisschen prominente Zaungäste. Wir haben unsere Basketball-Weltmeister da, Andi Obst und Izzy Bonga. Nelson Weidemann ebenfalls jetzt hier courtside. Und auch der Assistant Coach von Pablo Laso, Nacho Juan, schaut sich das hier an. Von daher werden die, wie auch der ein oder andere da draußen am Bildschirm, hoffen, dass wir hier gleich noch 20 Minuten spannenden Basketball zu sehen bekommen. Und dann hoffen die einen auf einen Bayern-Sieg und die anderen wahrscheinlich auf einen Erfolg der Rhöndorfer. Und wiederum anderen, ja, denen ist es völlig wurscht. Die schauen sich das an und freuen sich einfach über schönen Basketball. Ja, 1:22 noch, bevor es hier weitergeht. Ja. Die Rhöndorfer aus dem Rheinland. Unter anderem ja auch der Ex-Bayern-Spieler Yassin Ebihi, der da gespielt hat. Mike Koch, der erfolgreichste deutsche Basketballer überhaupt, hat da seine Karriere ausklingen lassen. Ist ja inzwischen Assistant Coach von Hansi Gnad bei den Bayer Giants Leverkusen. Zwei Europameister von 1993 somit unter sich. Ansonsten mal schauen. Bei den Rhöndorfern, dem DBB-Vize-Pokalsieger, also so rum ist es ja richtig, 1998, damals als Zweitligist, das war eine große Sensation damals. Ja, aber ebenfalls ja, Arthur Kolodziejczyk, auch Ex-Bayern-Spieler, aus der Anfangszeit der Professionalisierung hier in München. Viktor Frankl-Maus kennt man hier dann auch von der zweiten Mannschaft der Bayern. Sie alle trugen auch eben das Trikot der Dragons Rhöndorf. Das ist schwarz, das weiße Trikot ist das des FC Bayern Basketball. Und die spielen von rechts nach links jetzt hier in dieser zweiten Hälfte, die es losgeht. Desmond Yamu, sieht da Amikos. Pez ist eigentlich ganz gut. Aber Rhöndorf geht dazwischen. Und Ball im Aus, Ball auch weiter im Aus, denn die Rhöndorfer machen das ganz gut hier beim Einsatz. Desmond Young. Lukas Kittes. Da haben wir Ivan Katschenkov, der geht wieder hoch. Und ja, wir haben es schon erwähnt, von draußen geht nicht viel. Aber Sam Petzes mit dem Offensiv-Rebound und wird dann gefoult, geht an die Linie für 2. Sam Petzes macht den ersten. Und auch den zweiten. Die ersten Zähler in der zweiten Hälfte gehen auf das Konto von Bayerns Nummer 30. Nummer 26 bei Rhöndorf. Das ist
Xilic, der da zum Layup hochgeht. Keine Punkte für die Gäste. Nein, jetzt mit dem freien Dreier Ivan Katschenkov. Der dreht sich auch raus. Also von draußen. Ja, da will wirklich gar nichts reinfallen heute. Desmond Yabo nach dem Offensivrebound auch ohne Fortune. Ball ist bei den schwarz gekleideten Röndorfer. Filipovic. Filipovic, ja. Den hätte eigentlich nur reinlegen müssen, klappt aber nicht. Rebound bei den Beinen. Kalou. Und Ivan Katschenkov. Das sind die beiden Topscorer der Bayern. Katschenkov 14. Der Pes ist vielleicht von draußen. Auch der geht nicht rein. Ja, und natürlich macht es das einfacher für die Röndorfer. Die können unter dem Korb dicht machen und gehen dabei ja nicht so viel Gefahr ein, dass die Bayern sie von draußen abschießen. Omoyola hat da Platz. Dann legt ab für die ersten Röndorfer Punkte. 50-45 nach 2 Minuten im dritten Viertel. Ivan Katschenkov, jetzt geht er mal rein und dann Schrittfehler. Gut verteidigt von Avery Sullivan. Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, der wird als Center gelistet. Zumindest auf der Seite der zweiten Basketball-Bundesliga. Das ist der Mitteldistanz, aber Rebound ist bei Ivan Katschenkov. Martin Kalou. Frank. Gegen zwei. Yabo. Ja! Endlich mal gut gespielt unter dem Korb. Schön durchgesteckt und Desmond Yabo geht da hoch. Martin Kalou, gleich kracht's. Martin Kalou! Die Bayern wieder auf einen dran. Und Stefan Dorn unzufrieden. Obwohl seine Röndorfer noch knapp führen. 50-49 nach 3 Minuten im dritten Viertel. Die erste Auszeit der zweiten Hälfte durch die Dragons Röndorf. Wieder so schön ruhig hier. Aber gut, wir dürfen natürlich trotzdem noch ein bisschen lauter reden. Ja, schauen wir auch hier einmal kurz auf die Statistiken dieser ersten 3 Minuten in der zweiten Hälfte. Dann stellen wir fest, ne, die Bayern 0 von 3 Dreier. Und jetzt langsam muss man sich überlegen, will man diesen Weg weitergehen? 3 von 22. Das ist, ja, man kann es nicht anders sagen, das ist schlecht. Das ist leider schlecht. Und die Frage ist, kommt dann irgendwann der Moment, wo das wieder kippt? Man sagt ja immer, so ein guter Shooter, der wirft 0 von 9 und vor dem 10. ruft er seinen Coach zu. Coach, gib mir den Ball, ich bin heiß. Vielleicht kommt also dieser Moment. Irgendwann läuft es wieder. Oder werden die Bayern einfach sagen, na gut, vielleicht gehen wir jetzt doch mal ein bisschen mehr wieder zum Korb, schauen, was da möglich ist. Aber klar, das machen die Röndorfer bislang relativ dicht, diese Option. Wir schauen, wie es weitergeht. Ball ist bei Röndorf. Kelvin Omoyela. Sullivan. Gegen Desmond Yabo. Ja, verliert er fast den Ball. Aber eben nur fast. Omoyela wird gefoult. Und dann, fällt er fast noch rein. Aber geht dann an die Linie für 2. Ukrainischer Junior-Nationalspieler.
Aber jetzt ist noch mit 3 Fouls belastet und musste auf die Bank. Für ihn kommt zurück mit der 44 bei den Bayern Ivan Wolf. Omoyola macht beide. Steht inzwischen bei 15 Zählern. Der deutsche Amerikaner aus Las Vegas. Martin Kalou. Auf Seiten der Bayern. Mit 19 Punkten. Geht zum Korb. Und wird gefoult. Hat den Ball bereits aufgenommen gehabt. Ist auch hier wieder 2 Freiwürfe. Und die Statistik vermerkt 3 Fouls nun bei Röndorf. Jeweils für Kevin Omoyola und Balabuk. Kalou macht den ersten. 20 Zähler für ihn. Der zweite nur auf den Ring. Und dann ist der Ball am Ende bei Röndorf. Schöner Einsatz von Marco Frank, aber am Ende ist er zuletzt am Ball, bevor der Ball im Aus ist. Ja, Foul von Martin Kalou. Ja, er sagt, er kann ihn nicht so ganz fassen, sagen auch ein paar der Zuschauer hier. Und dann ist so ein bisschen die Frage, naja, ist und Matej Cilic da ausgerutscht oder ist er geschubst worden? Das ist so. Mal schauen. Aus meiner Sicht würde ich sagen, jetzt ausgerutscht. Aber auch natürlich eine schwierige Entscheidung. Und in der Pro B haben wir noch kein Instant Replay System. Von daher die Entscheidung auf dem Court. Bleibt bestehen, Punkte für Röndorf, dann auf der anderen Seite und dann, oh, Ivan Kaltschenko hat Platz, stoppt das Ding. Anna Filipovic gegen Marco Wolf. Filipovic ist der Jugend der Rheinstars Köln, wird gefoult. Habe ich schon wieder Marco Wolf gesagt? Ich meine Ivan Wolf. Marco Wolf ist sein kleiner Bruder. Auch talentiert, aber eben noch nicht in der Pro B mit dabei. Marco Frank, Ivan Wolf. Das ist eigentlich relativ einfach, aber ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Stipovic trifft einen von 2, Röndorf 3 vorne, 55-52, Ballbesitz FC Bayern Basketball. Frank zu Martin Kalou, Ball geht zurück zu Frank und dann, ja, schön rausgepasst auf Ivan Wolf, aber vorher das Foul an Frank. Das dritte Teamfoul der Röndorfer. Und das vierte persönliche von Kevin Omoyola. Und das ist natürlich jetzt nicht ganz schlecht für die Bayern. Denn er ist bis jetzt schon der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Röndorfer. Muss man ganz klar so sagen. Rein statistisch gesehen stellen wir fest, der Mann hat 15 Punkte. Damit ist er Topscorer. Der Mann hat 3 Assists verteilt. Auch damit ist er bester Mann seiner Farben. Er hat 100% aus dem Feld getroffen. Das ist natürlich sowieso unfassbar gut, weil besser geht das nicht. 75% von der Linie, völlig in Ordnung. Man wird also ganz zufrieden sein, dass der nun erstmal auf die Bank muss bei den Röndorfern. Und wenn er wieder da ist, dann wird man ihn attackieren. Denn natürlich die besten Offensivspieler bei den Bayern, das sind ganz klar Ivan Kaltschenkov und Martin Kalou. Die dürften beide irgendwo gegen ihn attackieren. Kaltschenkov haben wir hier jetzt mit 2 Punkten. Turnaround-Jumper über Badebuck. Und die Bayern bleiben dran. 54-55. Marco
Rosic, ausgepasst auf Badebock, der für drei. Nur auf dem Ring, Rebound ist bei den Hörndorfern. Getippt von Filipovic. Guck, jetzt viel Platz. Da geht Katschenkov auf den Stil, der kommt allerdings erst danach. Bisschen Glück auch für die Bayern, da hätte Röndorf mehr draus machen können. Martin Kalou zieht das Foul gegen Sullivan. Das ist sein zweites, aber viertes Team-Foul der Röndorfer. Bisschen früher als im zweiten Viertel schon. Eher so ein, geht so ein bisschen in die Richtung vom ersten Viertel, da war es noch früher. Aber ab sofort die Bayern nach jedem Foul wieder auf dem Weg an die Freiwurflinie. Wenn es so ausgeht, wird man in Röndorf allerdings zufrieden sein. Kalou verwirft den ersten. Den zweiten macht er. Martin Kalou. Gleicht das Spiel damit wieder aus. 55 beide. Die Bayern gegen den Tabellenführer. Filipovic. Läuft an für drei und macht ihn. Ganz schön mutig. Aber der Mut wird belohnt. Röndorf wieder drei vorne. Katschenkov zieht zum Korb. Und er zählt. Ivan Katschenkov. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das ist dann diese berühmte Continuation. Hat den Ball bereits aufgenommen, um zum Korb zu gehen. Dann kommt das Foul, aber er ist halt eben schon diese Bewegung. Deswegen zählen die Punkte. Und mit dem Bonusfreiwurf hat er jetzt die Chance eben auf drei Zähler. Und vielleicht ist das die beste Chance momentan der Bayern für drei Punkte in einem Angriff mit dem Bonusfreiwurf. Röndorf damit fünf Teamfouls. Badebuck auch schon mit vier Fouls belastet. Geht jetzt auf die Bank. Zurück Ferenc Gille. Ausgleich wieder. Wir haben eine enge Partie und das macht uns natürlich richtig viel Spaß. So, Katschenkov ebenfalls auf die Bank. Kapesic ist wieder da. Aber der Ball, der ist bei Röndorf in Person von Marko Rosic. Geht da. Gut zum Korb. Das haben wir vorhin schon mal gesagt, der ist noch jung und der ja, sieht auch jung aus. Und dann muss man sich gegen, sage ich mal, so einen Martin Kalou, der schon für sein Alter ein Paket ist, sage ich mal, mal durchsetzen. Macht er gut. Und wird mit zwei Freiwürfen belohnt. Den ersten macht er. Marko Rosic. Auch schon mal gesagt, kam vor der Saison aus dem Nachwuchs von Lazio von Ulm. Röndorf Nummer 4. Macht beide. Röndorf 2 vorne. Der Pittis. Der Griech mit der 30. Martin Kalou. Er für drei. Ja, Sie können es sich fast vorstellen, von draußen ist dieser Korb wie vernagelt. Der nächste Fehlwurf der Münchner von der Dreierlinie. 3 von 23 bis jetzt. Es ist schon wirklich lange her, dass die Bayern den letzten Dreier getroffen haben. Aber sie versuchen es weiter. Martin Kalou. Der steht bei 1 von 9. Auf der anderen Seite Filipovic im Layup. Auszeit Bayern München. Muki Mutapcic nicht glücklich. Das war zu einfach gerade. Dieser Korb von Antonio Filipovic hatte da viel zu viel Platz. Und doch keine Auszeit. Sagen die Schiedsrichter so, nee, 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 Freunde. So nicht.
Also keine Auszeit von Muki Mutapcic. Die Bayern aber mit beides. Sam Pizis. Marco Frank. Martin Kalou. Schön gesehen von Kalou. Frank hat da Platz, aber ja, dann ist der Kontakt von Jakobs Beck ein bisschen zu viel für Marco Frank. Dann ja, wird es nichts mit dem Layup. Auf der anderen Seite, schöner Block von Sam Pizis. Am Ende ist es ein Schrittfehler, den die Schiedsrichter da gepfiffen haben von Filipovic. Aber eine schöne Defensivsequenz der Bayern, die dementsprechend wieder die Chance haben, den Rückstand zu verkürzen. Luka Pirsic wirft ein. Kachenkov ist wieder auf dem Court, ebenso wie Max Blank. Alles hinter dabei Martin Kalou. Gegen Filipovic. Ah, legt ihn auf ein kleines Tänzchen ein. Zieht dann rein. Mit viel Kontakt, aber Ball ist drin. Und ich bleib dabei. Das ist der Way to go für die Bayern. Die müssen diese athletischen Vorteile ausnutzen. Die müssen dann zum Korb gehen und da versuchen zu scoren. Auf der Gegenseite das nächste Foul. Fünftes Teamfoul der Bayern jetzt auch. Das heißt auch Röndorf in den letzten 2,5 Minuten hier im dritten Viertel immer wieder an der Linie zu finden nach den Fouls. In dem Fall ist es Jakobs Beck. Der erste sitzt. Erster Punkt für ihn in dieser Partie. Eigentlich ein auch guter Freiwerfer, gerade für Big Man 78%. Zweiter Platz. War hier dann nicht drin, die Bayern stattdessen. Mit dem Ball Makachenkov gegen Jan Müller. Ausgepasst auf Ivan Wolf, der für drei aus der Ecke. Gut, jetzt war auch die Zeit runtergelaufen, jetzt musste er von draußen werfen, aber naja, Sie können sich's ja vorstellen. 3 von 25. Wir schauen nochmal. Im ersten Viertel waren wir bei 1 von 5. Würde man jetzt fast nehmen, diese 20%-Quote, denn die Bayern stehen jetzt bei 12%. Ivan Wolf raus, Marco Frank zurück. Und Rogic macht den ersten. Gute Partie auf jeden Fall von ihm, Marco Rogic. 5 Punkte, knapp 4 Assists, liefert er im Schnitt. Jetzt steht er schon bei 7 Zählern. Aber noch ohne Vorlage in dieser Partie. Pacheco. Frank von draußen. Da ist er! Da ist mal wieder ein Treffer von der Dreierlinie. Marco Frank ist es, der den Bann hier bricht. München auf 2 ran. Rosic verliert den Ball. Ja, kein besonders guter Pass von Max Blank auf Martin Kalou, aber der kann den Ball kontrollieren aus der Mitteldistanz. Ausgleich! Martin Kalou steigt da hoch. Ja, ein bisschen hinterm Zonenrand noch. Mit dem Jumper. Filipovic raus auf Janne Müller, der auf der Seitenlinie München Ballbesitz zu Beginn der letzten Minute hier im dritten Viertel und damit wieder mit der Chance auf die Führung. 65 beide ist momentan der Stand. Amalizina bringt die Ball nach vorne.
zeigt, wie wichtig er ist. Hat noch keine Punkte gemacht, aber organisiert das Spiel halt eben. Mehr als ordentlich. Und gut und Ferenc Gille rumgeschlängelt zur Führung für Bayern München. Rosic. Ja. Ball ist nicht drin. Max Blank lag da am Boden, aber steht wieder auf. Und die Bayern beruhigen das Spiel. Sie können es nicht ganz ausspielen. Das sind so ungefähr 5, 6 Sekunden Differenz zwischen 24 Sekunden Uhr und Spieluhr. Weiter Dreier von Ivan Katschenkov. Der ist vorbei. Und damit 8 Sekunden Restspielzeit für Römer. Rosic auf Ferenc Gille. Und dann war Ivan Katschenkov hochgegangen zum Block. Ferenc Gille hingegen runter, deswegen springt Ivan Katschenkov so halb über ihn drüber, halt eben nur halb, das heißt faul und damit 2 Freiwürfe für Ferenc Gille. 11 Punkte hat er schon. Wie gesagt, 57 Punkte, nein, doch nicht, kein Foul gepfiffen, sorry, das habe ich falsch gesehen. 2 Sekunden für die Bayern, weiter Wurfversuch von Ivan Katschenkov. Und damit Ende Viertel Nummer 3. Eine knappe Führung für die Bayern. 67-65. Und gleich nochmal 10 Minuten Basketball, in denen, so viel ist mal sicher, es heiß hergehen wird. Ja, wie gesagt, prominente Zuschauer. Und die wirken so, als hätten sie auf jeden Fall auch ihren Spaß daran. Wir schauen auf die Statistiken nach Viertel Nummer 3. Ich komme leider nicht umhin. 4 von 28, die Bayern von draußen desaströs. Die Bayern innerhalb der 3-Punkt-Linie. Mehr als ordentlich. Mehr als ordentlich. Martin Kaluta 8 von 8. Von draußen 1 von 9. Insgesamt die Bayern bei fast 70% Zweiern. Das kann sich mehr als sehen lassen. 30 Rebounds gegenüber 27 der Röndorfer. Röndorf wieder ein bisschen mehr Turnover im dritten Viertel. Stehen jetzt insgesamt bei 12, also wieder 5 Ballverluste auch im dritten Spielabschnitt. Das deckt sich ungefähr mit der Leistung aus dem ersten Viertel. Und gleichzeitig wieder Rückstand für die Röndorfer. Das heißt, da ist relativ klar, was Stefan Dorn denen jetzt sagen wird. Nämlich, verliert den Ball nicht, lasst die Bayern von draußen werfen, dann gewinnen wir das schon. Die Bayern hingegen hoffen natürlich darauf, dass sie jetzt von draußen ein bisschen besser treffen. Wir schauen mal wieder auf die Foulbelastung. Bei den Bayern haben wir 3 Fouls für Martin Kalou, auch 3 für Nicolas Serpeces, 3 für Ivan Wolf und 3 für Desmond Yamu. Bei Röndorf eben schon, wie bereits erwähnt, 4 Fouls für Kelvin Omoyola und für Badebock. Röndorf mit Ballbesitz. Wir starten in die letzten 10 Minuten. Oder vielleicht ja noch eine Verlängerung. Das wäre so ein Spiel, wo sich das durchaus anbieten würde bislang. Omoyola ist wieder da. Trifft nicht, aber im zweiten Versuch da. Ja, das geht. Mit dem Ausgleich für Röndorf. Lezina, Max Blank, das Institut, wie wir ihn gerne nennen. Als 50. Martin Blank, Ivan Wolf, so ist es richtig, Ivan Katschenkov. Gegen Janne Müller. Raus auf Frank. Frank für 3. Das nicht ganz selten Ergebnis. Entschuldigung, eben auch nicht Janne Müller, sondern natürlich war es Matej Zilic, der da gegen Ivan Katschenkov verteidigt hat. Er ist es nämlich auch, der jetzt gefoult wird. Von Max Blank. Einwurfseite für Röndorf. Blank damit auch 3 Fouls. Badebock auf Omoyola. Omoyola. Ja, ein bisschen Pech. Rebound Max Blank. Vier Rebounds für ihn auch schon.
Leistung des Centers, Martin Frank. Bisschen Pech aus der Mitteldistanz. Auf der anderen Seite Village. Wird geblockt von Ivan Wolf. Und das sieht so, so effortless, so einfach aus. Einfach nur. Und das war's mit der Offensivchance. Katschenkov sagt, ey, lass das Spiel ein bisschen ruhiger machen. Bayern jetzt ein bisschen tiefer in der Shotglock. Und dann Ivan Wolf mit dem Pass auf Max Planck. Wird da gut gestört von Ferenc Gille. Tippt den Ball dann zwar noch, aber der Ball danach im Aus. Einwurf an der Baseline. Demnach für Röndorf. Wechsel bei den Bayern. Martin Kalou ist wieder da. Auch Desmond Yamu. Die Münchner damit wieder zurück zu ihrer Starting Five. Lizina, Frank, Katschenkov, Kalou und Yamu. Offensiv-Rebound bei Röndorf, aber dann ja, ein bisschen zu wenig Power dahinter von Badobuk. Und nach dem Rebound dann die nächste Sprungballsituation. Die wird ja in der Probe auch über den Ballbesitzanzeigen und Richtungspfeil. Endlich kann ich das auch mal wieder sagen. Ballbesitzanzeigen der Richtungspfeil geregelt. Der zeigt in Richtung der Bayern, die somit jetzt Ballbesitz haben. Frank. Schenkoff noch 9 Sekunden, wird gefoult. Und dann, nachdem abgepfiffen worden ist, trifft er den Dreier. Würden wir durchaus gerne auch mal wieder sehen. Während das Spiel noch läuft. Aber ihm auch so ein bisschen ähnlich. Ivan Katschenkov 100% Zweier, genau wie Martin Kalou. Und er 1 von 8, Martin Kalou 1 von 9. Von draußen. Da ist das Potenzial für die Bayern. Wenn sie die treffen, die sind ja teilweise durchaus frei. Das sind ja keine ganz furchtbaren Würfe. Dann wird das hier ein ganz anderes Spiel. Der nächste Dreierversuche wieder von Marco Frank. Gibt auch bei einem von 4. Die Führung für Röndorf macht Omoyola. Erst im Zweierbereich. 69-67. Katschenkov, Katschenkov, Ivan Katschenkov. Toll, die Defensive ausgetänzelt, geht rum um Omoyola und profitiert da natürlich davon. Der hat 4 Fouls, der kann da nicht so hart hingehen. Kein Foul riskieren auf der Gegenseite. Röndorf wiederum mit dem Dreier. Matej Zilic, sein erster 3 Punkte in dieser Partie. Wie gesagt, Röndorf von draußen mehr als in Ordnung. 6 von 13, 46%, das ist durchaus eine starke Quote. Doppelter Wechsel bei den Bayern. Pezis und Wolf sind zurück für Katschenkov und Frank. Nee, doch nicht. Bei Pilipovic. Und der schön zum Korb gegangen. Der Layup, keine einfachen Punkte. Aber ein bisschen schon. Also so, war nicht ganz leicht dahin zu kommen, aber als er dann mal da war, ging es ganz gut. Foul gegen Badobuk, sein 5. Die Nummer 2 der Röndorfer muss auf die Bank. Ihn zurück mit der 24, Janne Müller. Hat auch schon 10 Zähler. Allerdings hat sie Eddie halt auch schon zur Halbzeit. Von daher gespannt, was wir von ihm jetzt zu sehen bekommen. Martin Kalou. Lizina für 3. Aber Lizina! Jetzt auch auf dem Scoreboard mit einem ganz wichtigen Dreier. Und endlich haben wir auch einen Dreier für die Bayern. In dem Fall aus der Ecke.
vom Mann mit der Nummer 4. Bei auf 2 Punkte ran. Filipovic. Ja. Macht er wieder gut. Der geht zum Korb. Das ist durchaus ein Big Body. Der da gegen die Münchner Youngster sich durchsetzen kann. Ist 26 Jahre alt. 2 Meter groß. Knapp unter 100 Kilo. Da ist so ein Ivan Wolf. Ja, merkt man eben diese paar Jahre durchaus an. Fehlwurf, Röndorf. Rebound ist bei den Bayern. One Position Game. Wir schauen, was passiert. Warte, Kalou. Kalou geht rein. Stopp ab. Mitteldistanzwurf. Trifft ihn. Na klar, gleicht aus. Zu 74 beide. Djokovic. Müller, ja. Viel Kontakt, aber alles fair. Nikolas Sempetis holt sich den Ball auf dessen Jabudan und die Führung. Schön gespielt im Fastbreak von den jungen Bayern. Auszeit Röndorf. Sehr, sehr schöne Defensivsequenz hier von Nikolas Sempetis. Bringt da viel Kontakt rein. Dann schön gesehen. Desmond Yamu vorne gewesen schon im Fastbreak. Der kann den Pass dann kontrollieren und legt ihn dann noch ab. Und ja, holt die Führung zurück für die Gastgeber hier im BMW Park München. ...5:21 sind es hier noch im Schlussviertel. Und ja, ich will nicht ausschließen, dass das nicht die letzten 5:21 Basketball am heutigen Tag hier sind. Aber, naja, auch am Mittwoch gegen Erfurt war es dann so, dass so ungefähr in diesem Moment bei den Bayern noch mal so ein Extragang da war. Ich will gar nicht sagen, dass man das so 1:1 vergleichen kann. Na klar, Röndorf, Erfurt, ganz andere Mannschaften, ganz andere Voraussetzungen, auch ja, was das Talentlevel vielleicht im Endeffekt angeht. Aber naja, da sind die Bayern dann davongezogen. Vielleicht klappt das ja heute auch. Andererseits, wie gesagt, Röndorf, Tabellenführer. Hey, wer weiß, was die jetzt noch auf den Korb bringen können. Erstmal bringen sie den Ball nach vorne mit Kelvin Omoyola. Sullivan. Post-up gegen Frank. Royola will es alleine machen aus der Mitteldistanz. Ja, schwieriger Wurf, aber Rebound ist bei Gille. Nee, doch nicht. Ist das doch Rebound war, Wurf versucht er nicht. Und dann Martin Kalou mit dem Block gegen Sullivan. Starke Defensivsequenz vom Mann mit der 23. Der ist schon wieder vorne mit dem Layup-Versuch. Ja, aber der geht nicht rein. War vielleicht ein bisschen zu unkontrolliert. Hätte er noch so einen halben Schritt näher an den Korb gebraucht und dann hätte das Ding wahrscheinlich gestoppt. Röndorf wieder vorne mit Sullivan, mit Filipovic. Filipovic, ja, wird gefoult. Das ist doch kein Foul! Hey, Alex. Bayern jetzt mit dem 4. Teamfoul und auch das 4. persönliche von Desmond Yamu. Ivan Wolf bereits mit 4 persönlichen wieder auf die Bank geholt. So Martin Kalou geht jetzt nochmal raus. 27 Punkte bisher für ihn. Topscorer nicht nur der Bayern, sondern der gesamten Partie. Einwurf Baseline für Röndorf. Filipovic gegen Vankatschenkov. Jetzt geht er draußen, aber kein guter Pass. Und dann Nikolas Sempesis holt sich den Ball, wird gefoult, unsportliches Foul, das heißt 2 Freiwürfe und danach Ballbesitz für die jungen Bayern. Besser hätte das quasi kaum laufen können für die Münchner. Sempesis an der Linie, die restlichen Bayern-Spieler nochmal bei Muki Mutapcic, der sagt, hey, wenn ihr jetzt gleich diesen extra Ballbesitz haben, macht das oder macht das. Sempesis unterdessen macht das, was er machen soll, nämlich den ersten Freiwurf rein.
Nummer 2 sitzt ebenfalls. 4 Punkte Führung für die Bayern gegen den Tabellenführer, gegen die Dragons Röndorf. Und wie gesagt, das könnten jetzt noch mehr werden. Die Bayern das erste Mal, ja, seit der ersten Halbzeit wieder mit der Chance, so ein bisschen davon zu ziehen. Es ist momentan nicht mehr ein One-Possession-Game. Es sind 4 Punkte Differenz. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber die ziehen ab. Auf Ivan Katschenkov, der zu Marco Frank, der hat Platz. Mit dem Dreier, Marco Frank, besser hätte das nicht laufen können. Und wir haben wieder 7 Punkte Differenz. Und zwar für die Bayern. Sullivan auf der Gegenseite. Vorbei, aber Gille mit der Offensiv-Rebound. Sprungballsituation und diesmal zeigt der Ball der Ballbesitz anzeigende Richtungspfeil in Richtung der Dragons Röndorf. Das heißt, die bleiben in Ballbesitz. Unter 4 Minuten noch zu spielen. Jamo auf die Bank. Martin Kalou ist wieder da. Und Filipovic. Franz Gille hat so ein bisschen abgetaucht in der zweiten Hälfte. Aber hier nicht. Da ist er wieder da. Nach dem vergebenen Layup von Oriola sammelt er den Offensivrebound ein, tippt den Ball rein. 15 Punkte für ihn, 76 für Röndorf, 81 für die Bayern. Katschenkov. Katschenkov zieht rein, Katschenkov mit dem Layup und der ist ebenfalls drin. 25 Punkte für die Nummer 10 beim FC Bayern. Rosic. Rosic, Schrittfehler. Das hätten Schiedsrichter sehen müssen. Stattdessen Dreier für Röndorf. Also, Entschuldigung, das war aus meiner Sicht ein ganz, ganz klarer Schrittfehler hier von Marco Rosic. Aber gut. Wenn es so war, jeder macht mal Fehler. Wie geht's weiter? Martin Kalou. Martin Kalou, natürlich, die Zweier, die fallen heute bei den Bayern sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen bei Martin Kalou. Genauso wie bei Ivan Katschenkov, die noch ohne Fehler aus dem Zweierbereich sind. Foul gepfiffen von Sam Pezis. Sein 4. persönliches schickt Omoyola an die Linie. Ja, schon wieder 29 Punkte für Martin Kalou. 35 Zähler sind sein Career High. Aufgestellt erster Mittwoch. Mal schauen, wie das hier weitergeht. Kann er das nochmal verbessern? Zweimal in einer Woche. Das wäre natürlich was. 29 Zähler waren ja vorher schon sein Career High. Wie gesagt, das hat er jetzt schon wieder eingestellt. Und es sind noch 2:38 zu spielen. Und vielleicht fällt ja auf einmal doch nochmal so ein Dreier. Dann sind es nur noch 2 Dreier. Dann hat er sein bisheriges Career High schon wieder eingestellt. Naja, wir schauen uns das mal an. Erste Freiwurf von Oriola sitzt. Holt noch wieder auf 5 dran. Zweite ebenfalls. Röndorf somit auf 4 Punkte dran. Lizina raus bei den Bayern, dafür Jamo wieder rein. Ballvortrag übernimmt nun Martin Kalou. Sam Pezis auf dem Flügel, hat er Platz. Sam Pezis sieht er schon. Den macht er! Nikolas Sam Pezis. Hat er ganz viel Platz, hat er toll gesehen. Punkte am Brett zur 6-Punkte-Führung der Bayern. Auf der anderen Seite, Fehlwurf von draußen. Kalou auf Jamo und dann da der Pass. Nicht zu kontrollieren für Nikolas Sampetis, der griechische Junior-Nationalspieler. Ballverlust Bayern München. Daraus folgt dementsprechend auch Ballbesitz für die Dragons Röndorf. Den Tabellenführer, den die Münchner hier Stand jetzt eine Niederlage beibringen würden. Aber noch 2 Minuten zu spielen. Das ist die Crunch-Time. Jetzt geht es hier um die Wurst. Den Grill, die Kohle, die Gasflasche, je nachdem. Um alles. Sullivan. Mutig der Dreierversuch. Wird allerdings nicht belohnt. Die Bayern nehmen natürlich jetzt die Zeit von der Uhr. Die Zeit spielt für sie. Das ist der 6. Mann der Bayern momentan neben
den Fans hier im BMW-Park natürlich. Katschenko. Ah, noch 7 Sekunden auf Shotlock. Ah, riskanter Pass. Omoyola war dazwischen, kann den Ball aber nicht kontrollieren. 5 Sekunden bleiben noch für diesen Angriff. Und die nächste Auszeit hier unten. Dieses Mal, wenn ich es richtig sehe, genommen von den Bayern. Ja. Muki Muntapcic mit der Auszeit. Wir nutzen die Chance und weisen darauf hin, es gibt noch ein paar wenige Resttickets für die Partie morgen in der Easy Credit BBL. Die erste Mannschaft der Bayern Basketballer trifft auf Rasta Fechter, den Aufsteiger, der momentan auf Playoff-Kurs ist, mit Tommy Cusi, einen der MVP-Kandidaten hat. Das ist also durchaus spannender Basketball, den man da auch morgen hier im BMW-Park sehen kann. Und im Optimalfall, so viel Parteilichkeit mag man mir zugestehen, 2 Bayern-Siege, das wäre es doch. Momentan schaut es zumindest hier auf jeden Fall gut aus. 6 Punkte Führung für die Bayern. Die haben außerdem noch Ballbesitz. Wenn es jetzt hier gleich weitergeht, 5 Sekunden für diesen Angriff. Und dann noch 1:27 auf der Uhr. Wenn Sie morgen keine Zeit haben hier für das Spiel der Bayern, dann kann ich Ihnen sagen, na, gegen Kaunas wird es auch nichts werden. Das ist nämlich bereits ausverkauft. Die Rückkehr vom Ex-Bayern-Cheftrainer Andreas Inkieri mit Žalgiris Kaunas am kommenden Freitag. Spiel gibt es aber natürlich trotzdem live bei Magenta Sport. Und dann in der Woche drauf wartet die Partie in der Euroleague gegen Maccabi Tel Aviv. Da bitte rechtzeitig Tickets kaufen. Aufgrund der Situation im Nahen Osten werden die alle personalisiert. Das heißt, da kann man nicht mal spontan an der Abendkasse sagen, hier bitte. Aber erstmal geht es hier weiter. Katschenko für 3. Ja, heute wird es von draußen nicht mehr so richtig was für die Bayern. Omoyola. Omoyola für 3. Vorbei. Rebound bei Martin Kalou. Ja, den wollte er unbedingt haben. Der Mann mit der 23 bei den Bayern. Wir gehen in die letzte Minute. Und langsam wird ein Heimsieg gegen den Tabellenführer immer wahrscheinlicher. Martin Kalou für 3. Martin Kalou mit Brett. Das muss er eigentlich vorher ansagen. Aber stellt auf 9 Punkte Vorsprung. Und langsam, ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, langsam sieht es ja aus nach einem Heimsieg der kleinen Bayern. Auch wenn Omoyola hier im Fastbreak nochmal den Ball reinlegt. Aber die Zeit, sie arbeitet für die Bayern. 7-10er Vorsprung, 40 Sekunden und Ballbesitz. Ja, Ründorf muss langsam was machen. Ründorf macht aber nichts. Sullivan fault nicht. Sie haben noch einen Foul zu geben. Macht das doch. Also wirklich. Stattdessen gute Chance. Anyamu vergibt den einfachen Lab. Aber naja, wie gesagt, mit der Zeit ist das so eine Geschichte. Gille. Oh, rejected by the rim. Ferenc Gille verdankt sich. Und damit sollte es mehr oder weniger besiegelt sein. Die Bayern stürzen den Tabellenführer. Martin Kalou trifft hier nicht. Das erste Mal, dass er aus dem Zweierbereich nicht trifft. 4,8 Sekunden noch. Foul Röndorf. Die Bayern stürzen den Tabellenführer. Der nächste Heimsieg in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd. 3. Sieg in Folge für die jungen Bayern nach dem Auswärtssieg in Ludwigsburg. Und eben nach dem Heimerfolg gegen Erfurt unter der Woche. Und damit, ja, ziehen die Bayern gleich mit den Youngstern aus Frankfurt, mit Coburg, nach Siegen. Gründorf hingegen, die haben die Playoffs schon erreicht, muss sich keine Sorgen um die Rheinländer machen. Aber happy wird man da nicht sein. Der Petis wirft nochmal, ist nicht drin, macht aber nichts. Der FC Bayern Basketball stürzt den Tabellenführer. 90:83, der nächste Heimsieg der jungen Bayern. Herzlichen Glückwunsch an das Team. Ich bedanke mich ebenfalls auch nochmal im Namen des FC Bayern Basketball bei den mitgereisten Fans aus Röndorf. Das ist eine ganz schöne Strecke hier runter.
Von daher toll, dass Sie da waren und das Team hier unterstützt haben. Eine gute Rückreise sowohl den Fans als auch der Mannschaft. Und ja, wir bedanken uns natürlich bei allen, die heute hier zugeschaut haben. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren beim nächsten Heimsieg der Bayern Basketballer. Die feiern jetzt hier natürlich diesen Sieg im Mittelkreis. Das haben sie sich auch verdient. Mehr als verdient. Denn wir können es nochmal sagen, 7 von 34 von draußen. Das ist keine gute Quote, aber hey, es hat trotzdem funktioniert. Und wenn ein paar von diesen Würfen noch besser reingegangen wären, dann hätte das hier durchaus noch deutlicher ausgehen können. Ein ja, Zeugnis dieser wirklich guten Bayern-Leistung am Samstag hier im BMW-Park. Topscorer der Partie Martin Kalou, 32 Zähler, also nur knapp daran gescheitert, sein gerade erst aufgestelltes Career-High noch mal einzustellen. Ivan Katschenkov, 25 Punkte, 5 Rebounds auf Seiten der Bayern. Bei Röndorf 21 Punkte, 6 Assists für Kelvin Omoyola. 15 und 12, davon 7 Rebounds am offensiven Brett für Ferenc Gille. Auch eine sehr starke Leistung, ebenfalls zweistellig. Antonio Pilipovic und Janne Müller. Aber am Ende, ja, wie gesagt, kein Auswärtssieg für den Tabellenführer. Ja, wir schauen noch einmal auf den Spielplan, dann stellen wir fest, nächste Woche das Duell der Nachwuchsmannschaften, der FC Bayern Basketball, muss dann antreten bei der Orange Academy in Ulm. Und dann unter der Woche das nächste Heimspiel am 19.03. Das ist ein Dienstag, 18.30 Uhr. Dann Bayern gegen den BBC Coburg. So, der BMW-Park leert sich, wie gesagt, morgen 15.30 Uhr. Es gibt noch Restkarten. Die erste Mannschaft in der Easy Credit BBL gegen Rasta Vechta. Also, wenn Sie einen zweiten Bayern-Heimsieg an diesem Wochenende sehen wollen, dann schauen Sie vorbei. Bis dahin bedanken wir uns für Ihr Interesse an der Barmer 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd. Einmal noch München 90, Röndorf 83. Die jungen Bayern schlagen den Tabellenführer. Mein Name ist Martin Vogel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder hier im BMW-Park. Dann, ja, vielleicht ist er auch mal wieder aus dem Urlaub zurück, wieder mit Steffen Hamann. Aber gerne auch mit mir. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ein schönes Wochenende noch. Bis bald hier aus dem BMW-Park. Ciao, machen Sie es gut.